Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute mit noch ein bisschen kränklicher Stimme möchte ich euch wieder erzählen, wie ich glaube, dass unser Leben weitergeht. Was hat sich verändert zu den letzten Plänen, die ich euch vor ungefähr 2 Wochen veröffentlicht habe? Und wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem neuen Video. Eigentlich wäre ich jetzt heute schon wieder nach Deutschland geflogen. Das wäre jetzt der letzte Tag gewesen, an dem ich noch hier in Alanya hätte bleiben können. Heute wäre sicherlich der letzte Termin gewesen, um abzufliegen, denn morgen hätte ich auf meine beiden kleinen Enkelkinder aufpassen müssen in Deutschland, nämlich auf die Kinder meiner Tochter, die ja wieder angefangen hat zu arbeiten. Ich habe euch das ja schon erzählt, nach langer Babypause. Und ja, da hat sich einiges verändert und darüber möchte ich euch ein bisschen Auskunft geben und euch erzählen, wieso das denn doch nicht sein musste, dass ich zurückgegangen bin. Ja, ganz einfach, wir haben jemanden gefunden, ein ganz liebes Mädchen, das auf die beiden Kinder aufpassen kann. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Angebot anzunehmen und ich kann somit hier weiter mit meinem Mann im Urlaub in Alanya weiterbleiben, muss also nicht zurück nach Deutschland. Wie ihr wisst, hätte ich auch nur ganz schweren Herzens hier Alanya verlassen. Ich habe im Moment überhaupt gar keine Ambition, zurückzugehen. Und wirklich, ich bin hier total angekommen. Es gefällt mir hier. Es gefällt mir, dass es so schönes Wetter ist. Es gefällt mir, das Land gefällt mir gut. Es gefällt mir auch die Lebensqualität, die es hier gibt. Und insofern habe ich im Moment, wie gesagt, überhaupt gar keine Lust, zurück nach Deutschland zu gehen. Und bin froh, dass wir da eine ganz tolle Lösung für gefunden haben. Ja, das ist die große Veränderung zu den Plänen, die ich euch in meinem letzten Video mitgeteilt habe. Es ist so, natürlich immer, so Gott will, geplant, dass ich auch weiter hier bleiben werde. Wie lange allerdings mein Mann noch bleiben wird, ist im Moment noch unsicher. Ihr kennt uns ja, das ist ganz spontan. Es ist aber abzusehen, dass das Ganze dem Ende entgegengehen wird. Und selbst wenn das der Fall sein wird, ist es sicherlich so, natürlich, so Gott will, dass er alleine zurückfahren wird mit dem Auto. Eventuell nimmt er wieder seinen Freund mit dem er ja auch hergekommen ist. Das weiß ich noch nicht genau, das muss man mal abklären. Aber im Moment ist es so geplant, dass ich hier bleiben werde. Mein Mann wird wahrscheinlich für nicht ganz so lange wieder zurückgehen, sondern nur für die nächste Baustelle, die mein Sohn mit ihm in Planung hat. Aber wann genau das sein wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Das ist immer so ein bisschen von verschiedenen Faktoren abhängig. Und dann wird uns mein Sohn dann sicherlich mitteilen, wenn das Ganze soweit ist. Ja, es war oder es ist tatsächlich von meiner Family natürlich nicht so gern gesehen, dass ich weiter hier bleibe. Auch mein Mann versucht alles, mich dazu zu bewegen, wieder mit zurückzukommen. Aber ich konnte mich bisher noch ganz standhaft weigern und hoffe, dass ich auch weiterhin die Kraft dazu haben werde. Natürlich habe ich Heimweh nach meiner Familie und natürlich würde ich meine Kinder gerne wiedersehen und meine Enkelkinder, aber im Moment ist es noch so, dass der Wunsch, hier zu bleiben und auch mal hier den Winter zu verbringen, so stark ist, dass ich mich dazu noch nicht entschließen konnte. Ist einfach so, wie es ist, ja. Auch wenn die Tage nicht mehr ganz schön sind, ihr seht im Moment, es regnet hier bei mir in Alanya. Es ist, weiß ich nicht, 20 nach 8 ungefähr. Und es hat hier eben ein richtiges Unwetter gegeben. Ich habe euch in meinem Vlog auch darüber berichtet. Und es ist auch deutlich kühler heute, sodass ich dann hier auch in meiner Decke sitzen muss. Aber auch das schreckt mich nicht ab, weiter standhaft hier bleiben zu wollen. Inwieweit dann schon die nächsten Familienmitglieder wieder herkommen, nämlich die nächsten Kinder, die eigentlich auch schon in den Startstiefeln stehen, das kann ich auch noch nicht so genau sagen. Es ist halt bei uns alles immer abhängig von den Baustellen, die wir haben. Ja, da hat man viel
Muss man viel Spontanität mitbringen, weil man selbstständig ist, ihr wisst es ja selbst, kann man ja einfach sagen, so, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, das geht eben nicht, klar, das geht, aber dann verliert man unter Umständen Kunden, man verliert an Geld auch ganz einfach, ne? Dass einem dann verloren geht und was man dann ja auch erstmal wieder reinholen muss, ist alles nicht so einfach. Wenn man dann halt auf eigenen Füßen stehen muss und Familie zu ernähren hat, was ja die meisten meiner Kinder jetzt auch schon haben. Ja, und mein Mann, der ist halt immer dabei, den Kindern zu helfen. Und da er die Fachkraft ist in der Firma mit meinem zweitältesten Sohn zusammen, ist das nicht so einfach, sich da auszuklinken. Und die Kinder greifen gerne auf ihn zurück. Und er hilft ja auch gern, das ist alles gut. Mein Mann ist ein Arbeitstier. Er langweilt sich hier im Moment natürlich auch. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Und ich glaube, der freut sich auch, wenn er wieder anfangen darf zu arbeiten. Allerdings haben wir natürlich das Problem, dass ich nicht mit möchte, ne? Und dass ich gerne hier bleiben möchte. Da müssen wir mal gucken, wie wir da auf einen Nenner kommen. Aber von uns beiden ist es, glaube ich, bisher so geplant und wir sind uns da eigentlich auch einig drüber, dass ich erstmal hier bleibe und mein Mann halt noch so lange bei mir bleibt, wie es eben meinem Sohn sozusagen, wie er ihn entbehren kann, ja, so lange wie möglich. Und wir versuchen hier die Zeit so relaxed wie möglich zu verbringen. Allerdings muss man uns auch das Vergnügen lassen, dass wir uns immer beschäftigen müssen. Also wir können keine Menschen, die den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und nichts tun. Und insofern wird mein Mann sich ja sicherlich irgendetwas suchen, was er demnächst macht. Eine dieser Beschäftigungen, die wir uns ausgedacht haben, ist natürlich die Erneuerung unseres Badezimmers. Wir haben ja einen Wasserschaden hier bei uns nebenan im Badezimmer, habe ich euch ja schon darüber berichtet. Wir hatten ja auch die Firma schon hier, die die Versicherung geschickt hat und wollten das aber ja nicht, ihr erinnert euch, mit meinem Schwiegersohn zusammen machen, der ja nicht vom Fach ist. Wie ihr wisst, er ist Anwalt und Jurist und klar, er kann eine Menge und weiß sicherlich auch, sich gut bei bestimmten Dingen durchzusetzen und zu sagen, so und so muss es gemacht werden. Aber letztendlich hat er natürlich von Statik und ähnlichen Dingen auch nicht so die Ahnung, die einem Bauherren oder beziehungsweise einem Bauleiter, der er ja dann wäre, mit der Verantwortung hier zustehen muss. Und deswegen haben wir gesagt, wir warten, bis mein Mann wieder da ist, der ja vom Fach ist und alle Abteilungen sozusagen, die hier abgedeckt werden müssen, selber auch erlernt hat, sprich Statik, sprich Fliesenarbeit, sprich Mauerarbeit, sprich Wasserarbeiten und insofern natürlich das Ganze auch selbst machen könnte, aber wir sind ja gut abgesichert hier und deswegen lassen wir es natürlich auch gern von der Versicherung machen und angehen. Ja, da werden wir uns wahrscheinlich heute Sonntag am Morgen dann mit auseinandersetzen mit dem Thema und dann denke ich mal, dass der Schaden dann auch bald hier behoben sein wird. Es wird ja so sein, dass der Boden aufgerissen werden muss im Badezimmer und dass dann neue Leitungen gelegt werden müssen, da wo eben das Leck bzw. das Loch in der abführenden Wasserleitung liegt. Und da das der Fall ist, genau an der tragenden Wand entlang runter ins Schlafzimmer der Kinder, ist das Ganze ein bisschen knifflig. Aber sicherlich nicht unmöglich und insofern ist das unser nächstes Projekt hier, was wir angehen werden. Außerdem haben wir noch ein paar andere Ideen, die wir hier eventuell machen wollen. Aber wenn das spruchreif sein sollte, werde ich euch dann natürlich auch darüber informieren. Im Moment sind wir noch hier und wir freuen uns, dass wir hier zusammen die Zeit genießen können. Denn wie gesagt, zum Anfang des Videos zurückkehrend, war es eigentlich so, dass ich heute spätestens heute hätte abfliegen müssen, damit ich eben morgen auf die Kinder aufpassen muss. Wie ihr wisst, es ist hier ein langer Weg. Ich brauche 2,5 Stunden von Alanya zum Flughafen mindestens. Na, wenn ich mit dem Transfer muss ich sogar gefahren wäre, hätte ich sogar noch 3,5, 3 Stunden rechnen müssen.
Aber mein Mann hat sich das, ich hätte sich das sicherlich nehmen lassen, mich nach Alantan, mich nämlich nach Antalya mit dem Auto zu bringen. Also wären wir da mal so von 2,5 Stunden ausgegangen. Dann hätte ich noch 2, 3 Stunden, man muss inzwischen 3 Stunden vor dem Flug beim Flughafen sein. Aber wie ich meinen Mann kenne, der hätte das alles nicht so eng gesehen. Rechne mal 2 Stunden vor Abflug noch ein. Dann sind wir schon bei, sag mal, 3, 5 Stunden. Dann fliegen wir noch mal 3,5 Stunden nach Hamburg oder nach Hannover. Das wären so die beiden Städte gewesen, die ich hätte auserwählen müssen als Ankunftsflughafen, weil meine Tochter wohnt ja nicht in Hamburg. Und dann bräuchte ich noch einmal, je nachdem, von wo ich angekommen wäre, ob ich in Hannover oder in Hamburg gelandet wäre, brauche ich auch noch mal 2,5 bis 3 Stunden zu meiner Tochter in die kleine Stadt, in der sie lebt. Und, oder naja, in der Stadt, in der sie lebt, klein ist die auch nicht. Und ja. Mit dem ganzen, ja, mit auspacken und erholen und hast du nicht gesehen, wäre mir da wirklich nicht mehr viel Zeit geblieben. Und ja, da habe ich dann sozusagen gesagt, okay, das ist schon ganz schön anstrengend und das ist schon ganz schön viel ja, Umstand und ich muss ja dann auch wieder hierher kommen, wäre ja jetzt nur 5 Tage geblieben, also ich hätte, muss nur bis Freitag hätte ich aufpassen müssen, wäre dann am Samstag wieder hergeflogen oder am Sonntag, je nachdem, wenn wir einen Flug bekommen hätten und dann der ganze Marsch wieder zurück. Da haben wir dann zum Glück eine andere Möglichkeit gefunden, weil alle anderen Kinder, meine anderen Schwiegertöchter, die arbeiten alle, keiner hatte Zeit gehabt. Jetzt haben wir zum Glück ein ganz liebes Mädchen, die sich bereit erklärt hat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an dich nochmal, dass du so lieb warst und für mich eingesprungen bist. Das war nämlich doch relativ kurzfristig wieder, wie oft bei uns. Wir haben noch bis letzte Woche da herum überlegt, wer, wie wir das Ganze machen. Denn wenn ich jetzt zurückgegangen wäre, wäre quasi der Urlaub mit meinem Mann auch zu Ende gewesen, denn es kann sein, dass er nächste Woche zurück muss. Und das ist ja dann, oder vielleicht lasst es mal noch mal eine Woche später sein, dann hätten wir nur noch eine Woche Urlaub gehabt oder zusammen Zeit gehabt. Und das wäre auf jeden Fall nicht so schön gewesen. Und erst bin ich weg und dann kommt er und ich gehe wieder weg. Das wäre natürlich alles nicht so schön. Aber wir sind immer im Dienste unserer Familie tätig. Wenn es nicht anders gegangen wäre, hätte ich das natürlich gemacht und hätten wir das natürlich gemacht. Aber sind da auch sehr dankbar und froh drüber, dass es da auch noch eine andere Möglichkeit gab. Genau. Und jetzt ist es so, dass wir erstmal noch hier bleiben, auf ungewisse Zeit, je nachdem, wie lange mein Mann entbehrlich ist, sozusagen in Hamburg. Und wenn es dann soweit sein sollte, dass er gehen muss, wird es höchstwahrscheinlich, so Gott will natürlich, so sein, dass er alleine wieder zurückfahren wird. Mit dem Auto natürlich, denn er ist hier mit dem Auto hergekommen. Wie gesagt, es ist dann noch zu überlegen, ob er seinen Freund wieder mitnimmt. Das werden wir dann sehen. Das wäre mir lieber, damit er nicht allein fahren muss. Müssen wir mal gucken, ob das zeitlich dann auch klappt. Ich denke aber schon. Und dann würden sie zu zweit wieder zurückfahren. Ja, mein Lieben, das sind so meine Pläne, die Allah Isin natürlich, so der liebe Gott will, wir jetzt in Aussicht haben. Und dann bin ich mal gespannt. Und ihr dürft genauso gespannt sein, ob sich das alles auch so umsetzen lässt. Ob ich weiterhin auch Lust habe, hier zu bleiben, kann ja sein, dass mir jetzt das kalte Wetter, was ja auch hier langsam eintrifft, bis dahin doch auf die Nerven geht und ich dann zurückgehe. Hier in Alanya wird es ja auch sein, es so sein, dass es sehr viel regnen wird. Und aber trotzdem glaube ich und hoffe ich, dass ich auch mal gucken kann und mal die Gelegenheit haben kann, hier den Winter zu verbringen. Das würde mich jedenfalls freuen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen, bedanke mich dafür, dass ihr wieder dabei gewesen seid, wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis bald. Tschüss.